4316 zu 48. Solanke geht zu Boden und zum dritten Mal möchten die Gastgeber einen Strafstoß 0 SZ haben. Das Bein von Prepper war sehr weit oben, 4216 zu 46. Selten hat sich ein Treffer noch deutlicher abgezeichnet. Es ist ein Spiel in eine Richtung. Breiten befindet sich mit dem Kopf wohl schon im Sommerurlaub. 4016 zu 40 Tor für Liverpool FC, 2 zu 0 durch Dejan Lovren, jetzt fällt es doch. Eine Ecke von Selle von links wird zunächst abgeblockt, doch der Ägypter kommt erneut ans Leder. Er spielt auf Robertson ab, der von links in den 16er flankt. Auf Höhe des zweiten Postens steigt Lovren in 10 Metern Torentfernung wuchtig hoch und drückt das Spielgerät mit dem Kopf geradeaus in die rechte Ecke, 3516 zu 38. Liverpool drängt nach vorne. Mane hat gleich doppelt die Chance, doch er schiebt jeweils. Außerdem schießt Firmino erneut über den Kasten, 3116 zu 38, das muss das zweite Tor sein. Mane läuft frei auf den Keeper zu und legt dann etwas zu lasch nach rechts auf Selle quer. Ryan kommt gerade so ans Leder, doch lässt es fallen. Dadurch ist Selle doch frei vorm Tor und schließt ab. Auf der Linie grätscht Duffy und klärt in höchster Not. 2916 zu 34. Firmino hat die Chance zum 2 zu 0, doch sein Schuss fliegt über die Latte. Mane hatte den Brasilianer aus 16 Metern mit einem Querpass in Position gebracht, 2816 zu 33. Damit hat Selle den Premier League-Rekord. Nie zuvor schaffte es ein Spieler in einer 38-Spiele-Saison 32 Treffer zu erzielen, 2716 zu 31 und ein weiterer Grund zur Freude für alle Fans der Liverpooler. Im Parallel führt Newcastle gegen Chelsea. Zur Erinnerung, nur wenn Chelsea siegt und der LFC verliert, rutschen die Reds aus den Champions League Plätzen, 2616 zu 26 Tor für Liverpool FC, 1 zu 0 durch Mohamed Salah. Aus halblinker Position steckt Solanke aus 16 Metern auf Salah durch. Der Ägypter läuft nach links und nimmt eng gedeckt am 11-Meter-Punkt das Spielgerät in Empfang. Mit dem ersten Kontakt ballert er das Leder flach in die untere, rechte Ecke. Keine Chance für die Gegenspieler. 2016 zu 25 vor der Chance forderte Liverpool erneut einen Strafstoß, wieder war Duffy im Rampenlicht. Er holte mit einem Tackling Selle von den Beinen. Den Ball spielte er aus Jürgen Klopps Sicht erst danach, 1916 zu 22, Abschlusschance für Mane. Solanke steckt auf den Senegalesen durch. Schelotto beendet die Verfolgung und so bringt der Angreifer das Leder flach auf das Tor. Besser wäre es gewesen, auf Firmino querzulegen, der nur noch hätte einschieben müssen. So hält Ryan den Flachschuss, 1816 zu 20. Mittlerweile sind es 72% Ballbesitz für den LFC. Das ist jedoch nicht unbedingt die Art von Fußball, die Jürgen Klopp präferiert. Zum Tempofußball kommen seine Spieler kaum. Matthew Ryan hatte bisher noch nichts zu tun, 1516 zu 17. Die Gäste haben in dieser Saison aber schon gezeigt, dass man nicht so einfach Treffer gegen sie erzielt. 50 Gegentreffer sind der Bestwert in der unteren Tabellenhälfte, 1216 zu 15. Das Leder zirkuliert fast ausschließlich in den Reihen der Reds. So drücken sie Breiten mit der zweiten Verteidigungskette bis wenige Meter vor den 16er, 916 zu 13. Alexander Arnold bringt von rechts eine Flanke, die an den Arm von Duffy
Man hätte hier auch auf Elfmeter entscheiden können, 716:11 aus knapp 25 Metern gibt es die Chance für Henderson. Er nimmt den halbtätschenden Ball per Dropkick, allerdings verfehlt er das Tor. Davor kam Roberto Firmino zum Abschluss, der jedoch von Shane Duffy geblockt wurde. 5:16:07 Die ersten Minuten gehören den in Rot gekleideten Gastgebern. Man möchte von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen, wer das stärkere Team ist. 2:16:04 Liverpool stößt an und spielt zunächst auf die legendäre Tribüne The Kop. 16:01 Die Spieler betreten das Feld. Währenddessen halt das legendäre ULA Never Walk Alone durch die Anfield Road. 15:59 Allerdings konnte das Klopp-Team auch nur eins der letzten fünf Spiele gewinnen. Daneben gab es drei Remis und eine Niederlage. 15:56 In der ablaufenden Saison ist der LFC der einzige zu Hause ungeschlagene Team. Die Anfield Road ist eine echte Festung für den FC Liverpool. Zur Erinnerung, ein Remis würde heute reichen. Dennoch schickt Jürgen Klopp gleich vier nominelle Offensivspieler aufs Feld. Neben Firmino, Salah und Mane stürmt heute auch noch Dominik Solanke. 15:53 In Liverpool gibt es heute ein Jubiläum zu feiern. Insgesamt bestreitet der Klopp sein 1000. Spiel in der Premier League. 15:48 Der Gästecoach hat hingegen schon die neue Saison im Blick. Ich sehe im Sommer Änderungen, aber keine allzu großen. Wir müssen uns zunächst in der Liga festsetzen, bevor wir die nächsten Schritte machen können. 15:44 Jürgen Klopp äußerte sich zu seinem Top-Stürmer im Auszeichnungshagel. Ich möchte nicht über Einzelleistungen sprechen, aber was er getan hat, spricht für sich. Die Auszeichnungen sind absolut verdient. 15:41 Steven Sidwell ist der einzige Spieler, auf den Chris Hughton verzichten muss. 15:40 Den Reds fehlen heute gleich vier Spieler. Emre Can, Oxlade-Chamberlain, Matip und Joe Gomez fallen aus. Dagegen nimmt Adam Lallana erstmals seit seiner Oberschenkelverletzung Ende März wieder auf der Bank Platz. 15:33 Im Rampenlicht stand er am Donnerstag ebenfalls. Salah erhielt zunächst zwei Liverpool-interne Trophäen, dann ging es für ihn weiter nach London, wo er auf einer Journalistengala den Preis als Spieler des Jahres entgegennahm. 15:30 Ganz besonders im Rampenlicht steht heute wieder einmal Mohamed Salah. Der Ägypter kämpft im Fernduell mit Harry Kane noch um die Torjägerkanone. Der Ritz-Star hat mit 31 Buden bislang dreimal häufiger jubeln dürfen. Sollte es Salah heute gelingen, einen Treffer zu erzielen, wäre er der alleinige Rekordhalter an Saisontoren in Premier League-Saisons mit 38 Spieltagen. 15:23 Für die Gäste geht es hingegen um nichts mehr. Im Niemandsland der Tabelle haben sie weder noch etwas mit dem Abstieg zu tun, noch können sie einen Qualifikationsplatz für ein europäisches Turnier erreichen. Damit ist man beim Aufsteiger aber sicherlich zufrieden. Eine vorzeitige Rettung hätte vor der Saison in Brighton wohl jeder unterschrieben. 15:15 Jürgen Klopp und seine Reds kämpfen heute um das Ticket zur Champions League. Dazu benötigt der LFC lediglich einen Punkt, da Chelsea dann mit einem Sieg im Parallelspiel bei Newcastle punktetechnisch lediglich gleichziehen könnte, aber das wesentlich schlechtere Torverhältnis hätte. Falls es heute nicht reichen sollte, müsste man das Champions League-Finale gegen Real Madrid gewinnen und wäre als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. 15:09 Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Liverpool gegen Brighton in Hove Albion. Die Begegnung beginnt um 16 Uhr.